Können wir uns jetzt mal ein wenig besser machen? Wie immer ist es ja wirklich so. Immer da, wo man sich am besten fühlt, sollte man auch wieder hinziehen, ne? Das lassen wir dann hier mal. Ich glaube, das ist die deutlich bessere Alternative. Oh ja. Aber dann werden wir hier jetzt richtig ausbauen. Ich brauche was zu fressen. Ich brauche dringend was zu fressen. Ne? Wie gut, dass hier so viele Beeren sind. Ja, das ist halt der Vorteil von Offscreen-Zocken. Da kann man nämlich im Vorfeld schon mal ein bisschen aufbauen. Ne? Ohne das LP so lange, wirklich lange in die Länge zu ziehen. Aber zumindest die erste Fetch Foundation, die solltet ihr dann schon sehen. Damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie sehr das hier aufgebaut wird. So. Das Ganze wird nämlich dann was? Ungefähr hier wird das entstehen alles. Das wird richtig schön aussehen, also freu mir jetzt schon drauf. Chaka, chaka, chaka. Denn da haben wir massig Platz zum Jagen. Da ist ein Spino. Stimmt, das wird. Jetzt weiß ich auch, warum ich diese Gegend nicht mag. Aha. Es sei denn, ich kann irgendwann den Spino tamen. Das wäre natürlich irgendwann eine tolle Geschichte. Wo ich auch weil bin. Aber bis dahin muss ich noch ein bisschen wachsen, ne? Ein ganz kleines bisschen. Gut, ganz großes Pech habe ich natürlich, ganz großes Glück habe ich natürlich, wenn das ein Alpha-Spino ist. Was ich natürlich nicht hoffe. Denn dann sind wir echt in den Arsch gekniffen. Und dann brauchen wir wirklich vermehrt erstmal Verteidigung. So, gucken wir jetzt mal, was haben wir alles? Azurberries. Das ist gut.
Stonehenge ein Flint brauchen wir. Brauchen Stein. Ja, ja. Das sieht doch nach einem Stein aus, oder? Das sieht zwar nach einem Stein aus, ist aber nicht. Das sind einfache Formationen. Da oben, das ist auch eine Formation. Muss echt jetzt erstmal runter? So. Jetzt können wir die Hatchet bauen. Wenigstens schon mal etwas. So, komm. Und ich würde sagen, dann bauen wir jetzt die erste Foundation schon mal. Ne, und dann werden wir alles weitere sehen. Ne? Werden wir auch über die längere Frist werden wir dann auch noch ein wenig größer werden, klar. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Mein Gott, ist der Stein jetzt endlich mal kaputt? Ist ja schlimm. So, dann werden wir nämlich jetzt gleich weitermachen. Aha. Endlich. So, komm. So, dann werden wir jetzt, wie gesagt, jetzt als erstes die Foundation machen, um ein wunderschönes Zuhause zu bauen. Mhm. Ich hoffe, ich habe alles dabei, was ich brauche dafür. So, dann gucken wir mal. Ja, wir haben genug. So, schon mal zwei Foundation, eine Wand. So, den Hut haben wir. So, ich würde sagen, dann würden wir mal anfangen zu bauen, wa? Und zwar, wo haben wir gesagt, wo soll es hinkommen? Hier, ne? Nehmen wir aber erstmal den ganzen Rotz mit. Nackelberry ist immer gut. Da jetzt mal ein bisschen ausräumen. Und dann werden wir uns einen mehrstöckigen Palast bauen. Mhm. Bin ich jetzt schon Fan von. Mhm. So, komm. So. Mal
Das ist schon mal die Grundlage. Ja, dann bauen wir da raus jetzt. Oder warten wir jetzt darauf, dass es wieder hell wird? Wir gucken mal, was brauche ich für ein Campfire noch? Fetch und Stone. Juhu. Und gut, in der absoluten Dunkelheit. Da! Sieht man ungefähr sehr viel. Fetch haben wir. Aber ich brauche auch Stone. Wenn da hinten der Spino rumkreist, nein. So. Ja, wenn wir hier mal runtergehen. Ein paar Beeren einsammeln in der Zwischenzeit. Ja, und dann holen wir uns jetzt mal ein paar Steine noch. Damit wir uns ein schönes Campfire bauen. Ne? Komm, 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 komm. Ja, wir sind im Radl da. Halt. Können wir auch mit Tags draufhauen? Da kriegen wir doch ein paar mehr Steine raus, oder? War doch so, oder? Top, ja? Ja, das hat jetzt sehr viel gebracht. Meine Güte, ich bin richtig begeistert. Ich bin echt begeistert. Er gibt ein paar Steine und ein paar Flints. Aber nicht das, was ich jetzt eigentlich so gedacht habe. Oh, erhol dich mal ein bisschen bitte. Und jetzt weiter. Ich brauche mehr Steine. Auch noch Fetch. Ja. Auch nochmal drei Fetch. Gut. Ich nehme jetzt erstmal alles mit, was ich kriegen kann, ne? Ist ja ganz klar. Weiter drauf. Ich will Fetch haben. Ich brauche Fetch. Und nicht gerade wenig. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. So, Craftables. Jetzt kann ich es craften. So, das wird dann auch bitte gecraftet. Level up. Wenn ich so dunkel hier wäre, wäre das viel, viel entspannter, ne? So offen gestanden, ich sehe hier gar nichts mehr. Oh, ich bin Level 10 jetzt. Jetzt pass mal auf, jetzt
Da ist der Parasaurus, warte. Sollte. Boah, ich flipp doch aus. Das darf doch alles nicht wahr sein, oder? Das Spiel mag mich nicht. So. Noch irgendwelche Beeren? Narcoberries und Stimberries? Nein, die will ich nicht. Man sieht hier gar nichts. Also ich drehe mich hier schon die ganze Zeit jetzt im Kreis. Okay, wir sind jetzt im Nebel. Kriegen wir wenigstens noch ein paar Beeren raus. So, es wird langsam aber sicher hell. Wo bin ich hier? Okay. Ich irre hier komplett her. Sieht doch vertraut aus, oder? Hä? Bin ich hier? Scheiße, ich hab mich verlaufen. Na, nee, doch nicht. So. Und dann haben wir gerade etwas gebaut, nämlich das Campfire, das bauen wir nämlich dann mal. Wohl, komm. Das bauen wir ganz in Multiplayer-Session mäßig entspannt hier hin, weil da kann nämlich nichts Feuer fangen. Hm? Brauchen wir nur noch was zum Reinlegen. Und Dodo wäre halt jetzt ganz praktisch. Gucken wir mal. Alter! Ja. In der Zwischenzeit wurde ich gerade mal eben so spontan weggemetzelt. Schreibt mir den Ort mal auf. Nämlich. Ja. So. Aber. Ob ich es in der nächsten Folge schaffe, in irgendeiner Weise zu überleben oder auch nicht oder gekillt zu werden, werdet ihr definitiv in der nächsten Aufnahme feststellen, wenn ich dann schon ein bisschen weiter gemacht habe, um ein bisschen das Haus aufzubauen. In diesem Sinne, bis denn, sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.